Ja. So Leute, willkommen zu einem neuen Vlog, diesmal hier auf dem Hof und gönnt euch mal, was für ein Schmuckstück hier der Niklas am Start hat, Leute. S1000RR, was ist denn los mit dem, Alter? Krank. Und jetzt, was mir aufgefallen ist, das hier sieht abnormal fake aus, Digga. Das kann nicht sein, dass das der DB-Killer ist. Das Loch ist so riesig. Soll ich mal machen? Ja, mach mal an. Boah. Krank, Alter. Das sieht so fucking unreal aus, dass das der DB-Killer ist, Alter. Das macht so keinen Sinn, ey. Heftig. So, wir fahren jetzt erstmal zur Tanke, weil ist ja klar, mein Vorderrad spackt natürlich immer noch. Und vom Gefühl her würde ich sagen 0,6, 0,8. 0,6, Digga. Hallo! Es geht, Digga. Normal. Also, eigentlich hatte ich heute auch ein Thema tatsächlich zu dem Motovlog. Ach lol, okay. Das können wir jetzt auch mal reinhauen, weil das ist so halbwegs passend, weil der Dave hat ja seine Karre, die EXC, verkauft. Ja. Aus dem Grund, dass er heilen möchte. Und ja. Das zeigt mir schon wieder, dass EXC bzw. Supermoto eigentlich ja so in eine Richtung geht, die ist halt eigentlich sehr extrem. Wie so Extremsport halt eigentlich, ne? Ja, ist ja. Und auch. Genau. Und dass man da halt im Prinzip sich schon so committen muss und ich finde halt, dass die SMC, also nichts gegen die SMC, ich feiere das Bike so heftig, ich finde es so geil, ja. Aber das ist, die SMC ist halt einfach ein Kompromiss, ja. Das ist ein Fakt, das ist einfach so, ist ein Kompromiss zwischen Straßenfahrzeug und halt, naja, irgendwie so ein bisschen Gelände irgendwie, ja, aber natürlich schon. Halt ohne Enduro-Stappen und halt so Stunt-Karre, so ein bisschen, ja. Also wirklich ein Kompromiss. Ja. Und ich habe ein Problem mit diesem Kompromiss irgendwie. Lol. Weil es ist geil, aber ich bin mehr so, entweder ich lerne das jetzt komplett mit dem Stunten und so ein Scheiß, ne? Oder nicht. Weil wenn ich es nur so halb kann, dann ist es viel gefährlicher, damit rumzufahren eigentlich. Das stimmt, aber das heißt, du willst jetzt, also du meinst mit dem Committen dann, dass du sagst, okay, ich hole mir jetzt, mach daraus jetzt komplett Stunt. Genau richtig. Das heißt nämlich, ich will mir jetzt eigentlich. Also am liebsten hätte ich jetzt gerne eine Stuntkarre, so wie so eine EXC oder sowas, ja. Ne? Wo ich dann auf dem Platz fahre und einfach stunte und so trainiere. Weil ja. Da habe ich extrem Bock drauf, ne? Halt, dass man das so wie so einen Sport betrachtet im Prinzip. Ja. Das Ding ist jetzt nur, ich habe folgende Probleme, wenn ich mir eine EXC hole. Erstens, ich habe dann kein Moped mehr, womit ich so allgemein durch die Gegend fahren kann. Dafür brauchst du eine zweite Maschine. Dafür bräuchte ich eine zweite Maschine und wie komme ich auf die Stuntplätze? Ist auch die Frage, ne? T4 fehlt. Genau, richtig. Ein T4 oder ein T5 fehlt halt, womit ja. Ich dann die Karre auch transportieren kann. Und was mich halt auch stört aktuell ist, ich mache ja halt auch Parcours und so. Ja. Und da bin ich jetzt ein bisschen schlechter geworden. Und ich schiebe das halt darauf, dass ich zu wenig Zeit quasi ins Training stecke. Ja, verstehe ich. Und das Stunten würde halt mehr Zeit kosten und so, ne? Ja, ob das jetzt eine Zeitmanagement-Frage ist und so, aber ich muss mich halt entscheiden so, weißt du, von wegen so, okay, willst du jetzt Stunten lernen so richtig, willst du mehr so ins Parcours-Game wiederkommen und so weiter halt. Ja gut, dafür musst du entscheiden, was ist mehr dein Lifestyle-Hobby. Ja, genau, das ist das Ding. Ich hätte halt natürlich Bock auf alles, weißt du, weil ich gerne alles mache und so. Ja. Rechts, links, geradeaus? Rechts. Rechts. Deswegen habe ich mir überlegt, okay, eventuell, ja, das steht nicht fest, weil ich finde die SMC echt ein geiles Bike, also wirklich ein extrem geiles Bike, so. Und ich will die eigentlich gar nicht verkaufen. Ja. Aber die Idee wäre jetzt, ich verkaufe die SMCR, ja. Hol mir dafür halt ein Streetbike, ein vernünftiges, ja. Damit ich auf der Straße fahren kann, Touren fahren kann, alles machen kann, ja. Was mir natürlich auch Spaß macht. Dann kann ich mir irgendwann hoffentlich einen T5 leisten. Ja. Und hol mir einen T5. Ja! Bitte, Digga! BTF, Alter! Das kam gerade so unerwartet! BTF, Junge! Also, ich hol mir ein Streetbike, zum Beispiel ZC50R. Ja. Und dann warte ich, bis ich mir einen T5 leisten kann. Hol mir einen T5 und dann eine XC.
damit ich Stunt lernen kann. Okay, das ist eigentlich voll der Kompromiss. Aber was willst du denn dann kaufen? Ja, zum Beispiel die ZZ50R. Holen? Ja klar, auf jeden Fall. Ich bin heiß auf Stunten, Alter. Verstehe ich. Aber ich finde halt übel random so, dich ohne Supermoto zu sehen. Ja, das ist dann halt gehörst, schon random. Dann gehörst du mit zu den Naked Bike Dudes, Junge. True, das ist wieder wahr. Aber das finde ich nicht so problematisch. Hauptsache Zweirad so. Ich finde halt Motorradfahren sicher geil. Ja, true, true. Und Supermoto ist geil, aber die SMC ist halt auch so ein Kompromiss, wo ich mir denke, weil das Problem mit der SMC ist halt, nicht hinterher und ich fahre halt so ungern mit der SMC so um die 100. Ja, weißt du? Und das fuckt mich halt ab. Ah, Junge, das ist so geil. Das fuckt mich echt richtig ab. Deswegen, Alter, ich bin mir da echt nicht sicher mehr, was ich da, also. Ja. Aber ich freue mich, wenn der sich wieder eine XC holt. Ich glaube, der ballert dann richtig, Alter. Ja, gut, er muss aber halt auch. Vorsicht, ich meine, in seiner Situation ist ja noch anders, weißt du? Ja, ja, klar. Bei ihm ist es ja einfach nochmal krasser, ja, so. Weißt ja. du, wir können uns das so, wir hatten, also ich meine, ich hatte auch einen Unfall so, aber ich habe jetzt nichts, was halt gravierend ist, außer mein Däumchen, was ein bisschen fratze ist. Aber das schränkt mich halt gar nicht ein, so, weißt du? Ja, ja, klar. Das ist schon krass, du musst halt da schon, das ist eine richtige Entscheidung dann, so. Dass du dir überlegst, so, fange ich jetzt wieder richtig an zu stunten, so, und scheiß auf Verletzung, oder gehe ich halt erstmal jetzt Heilungsphase. Heilungsphase, knallt trotzdem Wheelie, Alter. Ja, true. Aber in deinem Falle, glaube ich, wäre das sogar voll klug. Eigentlich schon, ne? Ja. Ich meine, das Ding ist halt auch, du bist der Typ, mit dem ich am meisten fahre. Und das würde halt auch einfach besser passen, vom Fahrstil und so, weißt du? Das stimmt schon. Weil jetzt mit der Supermoto, ich teilweise tucke halt immer so hinterher. Ja. Nicht, weil ich nicht hinterherkomme, sondern weil ich halt einfach keinen Bock habe, dass sie so hochdreht. Ja, ja, verstehe. Und das ist halt nervig. Du musst sie mal so richtig hochdrehen und dann so bam 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 bam. Das habe ich mit der Karre von David immer gemacht, ja, als ich gefahren bin, weil die macht halt auch unnormal die Fehlzündung. Echt? Ja, mega. So schnell bist du doch gar nicht, du Bitch. Was? So schnell bist du doch gar nicht. Ja, also guck, und genau, ich kann Dave halt voll nachvollziehen. Und deswegen halt mal so ein Straßenbike zu holen und dann einfach eine XC zu haben, wo man standen kann, ist halt eigentlich das perfekte Setup so. Ja. Dann hast du auch keine Kompromisse, sondern du hast eben ein Straßenbike und du hast eine XC. Perfekt. Ja. Genau. Und dann kannst du standen gehen, wenn du standen willst, und dann kannst du Straße fahren, wenn du Straße fahren willst. Ja. Ich will die SMC nicht verkaufen. Die ist schon echt sehr geil. Ich liebe dieses Bike auch richtig heftig, Mann. Ja. Ah ja. Das ist halt echt schwierig, ey, sich da entscheiden zu müssen jetzt. Und das ist halt das Traurige wieder. Ich glaube, ich habe hier ein richtig geiles Bike auch erwischt als SMCR, weil sie kaum Öl verlieren. Das ist halt. Das ist halt einfach so, dass die SMCRs normalerweise Öl verlieren. Ja. Und die frisst halt fast gar kein Öl, Digga. Das ist so geil. Und generell war es bisher so stressfrei mit der, also hast ja mitbekommen, ich muss fast nichts machen. Ja. Und immer schön alles gepflegt und so. Oh, und da eigentlich keinen Bock zu verkaufen, weil es auch wieder so ein Risiko, wenn du ein neues Bike holst, was damit dann ist und so. Ja. Ja, weil ich will dann schon gern echt öfter mal in die Eifel fahren und sowas. Ja, weil da sind die Strecken, ja, die sind halt so unnormal schön. Und das schaffen wir halt auch in der Zeit, in der wir normalerweise immer fahren, wo wir sagen, ey, lass mal kurz raus. Dann fahren wir plötzlich 4-5 Stunden, Digga. Da wären wir zweimal in der Eifel. Ja, stimmt schon. Ah, Junge! Bitte! Oh nein, Digga, die Strecke ist geil! Echt? Hey, lol, wo sind wir, Digga? Ist ja mal chillig, Alter. Ach, das war's schon. Ja, Alter, doch. Oh, Junge, Alter, die geht so schnell, Mann, das ist so geil! Uff, Alter, ich liebe dieses. Ja Leute, ich glaube, ich beende mal den Vlog hier an der Stelle einfach, weil die Kamera bestimmt gleich wieder leer ist.
Also danke fürs Zuschauen. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr denkt, was ich machen sollte mit der SMCR. Beziehungsweise wie ich das alles stellen sollte, ob ich jetzt verkaufe, mir ein neues Bike hole etc. Bin mir da echt unsicher. Danke fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Abonniert gerne, aktiviert dabei die Glocke, wäre mega korrekt, würde mich mega freuen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Niklas wahrscheinlich wieder mit der F900. Ja. Und der Dave vielleicht dann mit der EXC, wer weiß.